Ja, hallo liebe Italienfreunde. Wir haben jetzt den 30. Juni 2022 und immer wieder lese ich in den verschiedenen Foren bzw. Facebook-Gruppen, dass Leute immer noch nicht wissen, welche Regeln gelten bei der Einreise, was muss ich in Italien beachten. Darum jetzt ein kleiner kurzer Überblick in diesem Video. Wir beginnen bei der Einreise. Bei der Einreise musst du aktuell gar nichts beachten. Es ist so wie früher. Das heißt, Reisedokument muss gültig sein. Kann sein ein Reisepass oder ein Personalausweis. Aber ansonsten brauchst du nichts. Also keinen 3G-Nachweis, keine Reiseanmeldung oder sonstige Scherze. Einfach ein gültiges Reisedokument und dieses bei der Einreise natürlich mitnehmen. Da kommt wieder die Frage, das wird ja gar nicht kontrolliert. Ich glaube, diese Frage haben wir auch abschließend mit den ganzen 3G-Nachweisen geklärt. Auch wenn sie nicht kontrolliert wurden, sind sie Vorschrift. Gleiche gilt natürlich auch für die Reisedokumente. Das nächste ist Maskenpflicht. Gibt es noch eine Maskenpflicht in Italien? Ja, die gibt es noch. Und zwar in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, wenn du irgendwo mit dem Bus hinfährst, mit dem Zug hinfährst, mit der Straßenbahn, U-Bahn, mit dem Vaporetto, mit der Fähre, was auch immer, ein öffentliches Verkehrsmittel, das von allen genutzt werden kann, das fällt da darunter. Da ist FFP2 Maskenpflicht. Diese gilt, wie gehabt, nicht für Kinder unter 6 Jahren. Das heißt, sobald das Kind den 6. Geburtstag erreicht hat, muss es ebenfalls eine FFP2-Maske tragen. Und für Menschen mit Behinderungen, denen es nicht zugemutet werden kann, und natürlich auch deren Begleitpersonen, zum Beispiel Gebärdensprache, die dann mit einer Maske nicht mehr verständlich wäre. Die müssen es auch nicht tragen. Flugzeuge sind inzwischen ausgenommen. Das heißt, da sind die Belüftungssysteme so gut, dass man in einem Flugzeug in Italien keine Maske mehr tragen muss. Allerdings in allen anderen öffentlichen Verkehrsmitteln schon. Wo wird noch der grüne Pass benötigt? Der grüne Pass wird benötigt nur noch, wenn man ins Krankenhaus geht oder eine Seniorenpflegeeinrichtung aufsucht. Also im Gesundheitsbereich, da ist noch Maske erforderlich. Ansonsten, Entschuldigung, ist der grüne Pass und natürlich auch eine Maske erforderlich. Und der grüne Pass, das heißt, das ist der Nachweis, der 2G-Nachweis. Der ist tatsächlich noch für die Gesundheitseinrichtungen erforderlich. Das heißt, wer Angehörige oder Freunde im Spital besuchen möchte, der muss einen grünen Pass mit einem 2G-Nachweis mitführen. Für alle anderen Tätigkeiten, also Museum, alle anderen Tätigkeiten sind ohne grünen Pass möglich. Falls ihr euch wundert, Mitarbeiter tragen zum Teil noch Masken. Das ist auch hier auch noch verpflichtend in Italien. Gibt es teilweise eben für diese Mitarbeiter diese Beschränkungen. Die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln eben auch für Touristen gültig. Gilt noch bis 30. September, das heißt den ganzen Sommer über. Da wird sich auch nichts mehr grob ändern. Und alles andere ist wie gehabt. Die Zahlen steigen auch in Italien an, aber die Zahlen auf den Intensivstationen bleiben halbwegs stabil. Ein leichter Anstieg, so wie in allen anderen Ländern auch. Aber blicken wir zurück nach Portugal, die sind ja ungefähr 5 Wochen voraus. Da ist diese relativ kurze und steile Welle wieder genauso steil abgefallen. Da ist das Ganze schon erledigt. Genauso wird es hier in einem Monat sein mit Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, da steigt jetzt die Welle rasant auf und fällt dann genauso wieder ab. Und auf den Intensivstationen passiert so gut wie gar nichts. In diesem Sinne ein kurzer Überblick über die aktuellen Maßnahmen. Es ist eigentlich ein sehr unbeschwerter Umgang damit. Mit der Maskenpflicht in den Öffis wird es auch nicht überall so ganz streng genommen. Allerdings nehmt sie auf jeden Fall mit. Also die FFP2-Maske gehört ins Reisegepäck eingepackt. Ansonsten könnt ihr alles getrost zu Hause lassen. Sollte sich noch irgendwas ändern, werde ich euch natürlich informieren. Auf unseren verschiedenen Homepages von Grado bis Venedig. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Bis bald. Arrivederci und ciao.